Hallo für Wiesengaudi TV. Wir sind hier direkt am Eingang vom Oktoberfest. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind die Italiener, die wir hier wieder bei uns haben. Ragazzi, come vi chiamate? Pietro Ferdinando. Hallo. Hallo. Di dove siete? Sud Italia, Basilicata. Also Sie kommen aus Basilicata, aus Süditalien. Siete la prima volta all'Oktoberfest? Sì, sì, la prima volta. Bellissimo, super, stupendo, la birra buonissima. Tanta gente, tante donne, tanta figa. Also er sagt, das erste Mal am Oktoberfest, es ist traumhaft, wahnsinnig voll, tolle Frauen, tolles Bier, ist alles wunderbar. Benvenuti ragazzi. Ciao. Di dove? Ciao, bellissimi. Dove siete? Di Avellino. Di Avellino? Vicino a Napoli. Napoli? Avellino. Anche Avellino. Sì. Avete già bevuto qualche birra? Non solo una, solo quattro almeno. Quattro almeno già avete bevuto? Almeno quattro e fino a stasera sono poche, la guarda. La prima volta che siete qua all'Oktoberfest? Sì, è la primissima. La prima volta? Sì. Vi piace? Sì. Tantissimo, ci torneremo. E quanto state? Ma un giorno, poi torneremo l'anno prossimo per due o tre giorni, guarda. Also es ist das allererste Mal, dass Sie hier am Oktoberfest sind. Sie finden es total toll, haben auch schon vier Mass getrunken. Und nächstes Jahr kommen Sie ganz sicher wieder. Ragazzi, benvenuti qua all'Oktoberfest. Di dove siete? Pistoia. Aus Pistoia? Voi? Pistoia, Pistoia. Sind alle aus Pistoia. Prima volta qua all'Oktoberfest? Seid ihr das erste Mal am Oktoberfest? Schon viermal sind Sie hier auf dem Oktoberfest. Tutti quanti la quarta volta. E qual è la cosa più speciale dell'Oktoberfest? Cosa vi piace? La birra. Eh? La birra. Also das Bier, deswegen kommen Sie hierher, wegen dem Bier. E le donne. Und wegen den Frauen, ich wollte nämlich gerade fragen. Anche voi. Ah, certo. Birre, ragazze. Also es geht eigentlich nur um eins am Oktoberfest, um die Frauen und um das Bier. E le ragazze, ragazzi, come sono? Sono buone, sono buone. Sie meinen, die Frauen sind echt süß. E come, raccontatemi qualche segreto. Com'è che si cuccano le ragazze tedesche? Non so, boh, capita. Also ich habe gerade gefragt, ob es ein Geheimnis gibt, deutsche Frauen irgendwie zu bekommen, zu verführen. Und der eine meinte, er muss nur schnippen, der andere meinte, ich weiß es einfach nicht. Der Italiener ist in Mode in Deutschland, sagt er. E allora, ragazze, dove stanno? Gerade gefragt, wo die Frauen denn jetzt sind, haben sie gesagt, sie haben sie gerade verloren. Ragazzi, vi dovete dare un po' da fare per queste bionde qua. Sono tutte bionde, super bellissime. Le dobbiamo trovare ancora di nuovo. Nein, sie müssen unbedingt die Frauen noch finden. Ragazzi, ist da birra? Jetzt frage ich gerade, wie das Bier ist. Abbiamo fatto il pieno della birra, buonissima, e ora facciamo la seconda serata di birra. Also sie machen den ersten Abend nur mit Bier und der zweite Abend nur mit Bier. Attenzione, perché quando se bevete troppa birra, poi le ragazze non ci stanno più, eh? Vabbè, facciamo o una bionda o l'altra. Also es gibt eine Entscheidung bei den beiden Jungs. Entweder, in Italien heißt bionda, blonde, es heißt aber auch Bier. Sie meinen entweder die eine Blonde oder die andere. Entweder das Bier oder die Frauen. Das finde ich richtig gut, weil beides geht wahrscheinlich nicht immer gut. E la birra, la sentite la differenza un po'? Perché ci sono diverse birre nei tendoni diversi. Sì. La Paulaner, per esempio, è una birra che ci piace. Via. Also, ich habe gerade gefragt, ob Sie den Unterschied des Bieres auch feststellen können, da es ja in den verschiedenen Zelten auch unterschiedliches Bier gibt. Und Sie sagen, ja, der Paulaner zum Beispiel ist ein Bier, was Ihnen sehr gut schmeckt. Anche a voi la Paulaner? Certo. Sì, sì, si beve bene, scende giù bene. Es fließt wie von selbst nach unten, dieses Paulaner-Bier, sagen Sie gerade. Ragazzi, una bella canzone che ci potete qua. Una bella canzone che si sing. E dai! Almeno una nazionale, qualcosa. L'inno. L'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Parabà, 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 parabà. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.